Yo, wir haben's geschafft. Einer weniger. Genau so sieht's aus. Gut. Wir können uns erstmal skillen. Wir haben nämlich sehr viele Punkte. Und, was nehmen wir denn? Schwerer Takedown. Das ist geil. Das nehme ich auf jeden Fall. Kann ich jetzt auch die Schweren leise töten. Stelle Spritzen her, indem du schneller laufen, schwimmen und länger Luft anhalten kannst. Zusätzlich normale Wirkung, erleidest du, bla bla, weniger Schaden. Das ist auch gut. Glaube ich auch. Und dann hätten wir schon wieder alles verbraucht. Der Pistolen-Takedown, den hole ich mir als nächstes. Der ist aber laut, das ist mein Problem. Egal. Gut, wir haben es geschafft. Ich war letztens erst in Amerika. Ich habe die Schwari gefunden, konnte mich aber nicht überwinden, sie zu besuchen, nicht nach all den Jahren. Solche Entscheidung bereut man immer, wenn die Leute sterben, nicht? Jedenfalls war ich mit Depleur dort, oder eher mit Paul Harmon. Er lud mich zu sich ein, um seine Familie und seine andere Seite kennenzulernen. Es war unglaublich, den Mann hinter dem Mann zu sehen. Paul, den liebenden Ehemann und Vater. Ich war genauso neidisch, wie es mich für ihn freute. Wir gingen zu einer Schulaufführung seiner Tochter und da war sie. Ashley, das Licht seines Lebens. Er hatte Tränen in den Augen, so stolz, so voller Liebe war er. Da kam ich ins Grübeln. Was, wenn ich Ishwari gefolgt wäre? Was, wenn du dich durch ein Klavierkonzert gestümpert hättest, während ich dich durch einen Tränenschleier im Sucher sehe und jeden wertvollen Moment festhalte? Trifft einen immer, wenn es zu spät ist, AJ. Immer, wenn es zu spät ist. Du wärst ein schlechter Vater. Aber egal. Gut, okay. Wir haben mal wieder eine Anekdote gehört von unserem Lieblingsbösewicht Pergamin. Aber jetzt gehen wir mal gleich mal gucken. Wo sind wir denn hier? Ah, Kyrats Fashion Week. Ich würde mal sagen, wir fahren mal dorthin. Und schauen uns mal an, was Kyrats Fashion Week ist. Ja, genau. Und dann fahren wir auch mal ein Rennen und so. Auf geht's! Nee. Ich muss über die Brücke. Paul ist beseitigt. Goldene Pfad wieder einen Schritt näher Frieden in Kyrat zu bringen. Ah ja. Meter. Okay. Oh oh. Oh! Ihr verdammten Sonntagsfahrer! Ja, steig ruhig aus. Ja, ja. Komm doch her. Komm doch her, warum ziehst du mich nicht aus dem Auto raus? So ein Vollpfosten. So aussieht, muss ich hier durch. Aber ist sowieso unser. Oh nein, nein! Hey, was machst du denn? Alter. Ich muss oben wieder hoch. Auf dem Berg wieder? Ah ja. Alles klar. Dann laufen wir den Rest. Klettern mal da hoch. Frag mich ja schon, was die Fashion Week ist. Hä? Hier irgendwo in der Pampa? Wer hier wohl wohnt? Das nehme ich mal mit. Und das auch. Hallo? Oh, eine Schweinefarm. Na super, was soll ich denn mit dem Unterhemd? Jemand zu Hause? Hallo?
Also stimmt das Gerücht. Ja? Herein, herein, herein. Das ist wohl ein Witz. Wie soll ich dich nennen? AJ oder Adonis? Ja? Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Und du schielst. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Momo Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Bitte nicht so einen Anzug wie Pergamin. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. War ja klar. Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. So, wir haben neue Jagdaufgaben. Cool. Hier gerade mal eine in der Nähe? Ja, Mann. Dann machen wir die jetzt gleich mal. Seltene Tiere jagen. Das bringt uns natürlich auch dann sicher neue Beutel oder ja doch, neue Beutel, neue Waffengurt und. Guten Tag! Guten Tag! Ich habe gehört, in der Stadt der Schmerzen. Statt der Schmerzen ist Paul draufgegangen. Schon wieder welche. Ich glaube, die überrasche ich mal kurz. Hey, hey, hey! Hey! Geh nicht immer so locker mit deinem Gewehr um. Ich spieße deinen Kopf auf einen Speer! Komm jetzt her! Komm da her, Mann! Da! Gut, alle tot. Alle tot, alle tot. Oh, da kommt noch einer. Oh, der bringt mir mein Fahrzeug. Finde ich nett. Achso, wir wollten ja die Fashion Week machen. Naja, gut. Schauen wir mal. Was für ein seltenes Tier finde ich denn hier? Ah, hier hat er alles bereitgelegt. Okay. Mr. Chiffon, ich habe ein Design gefunden. Ist das so eine Art gepanzertes Hippack? Schön, dass es dir gefällt. Es besteht aus Tigerfisch. Ich habe das Gefühl, als würden Schuppen dieses Jahr ein großes Comeback feiern. Eigentlich bin ich sogar sicher. Ich habe einen Fischer angeheuert, einen speziellen Teil des Flusses zu bewachen, damit uns niemand zuvorkommt. Du kannst mir später danken. Danke, schätze ich.
Jahren geschehen. Er sollte alles haben, was du für deinen Angelausflug brauchst. Ein Bot, eine Kühlbox vor Shangri-Lager und so viel Sprengstoff, wie du dir nur wünschen kannst. Sei grimmig, RJ. Okay, gehen wir mal fischen. Aber als erstes brauchen wir unser Angelwerkzeug. Und ein bisschen rotes und blaues Blatt für Jagdspritzen. Damit ich orten kann, wo diese verdammten Fische sind. Sehr gut. Hier. Da ist ja mein Angelwerkzeug. Sehr schön. Danke. Ich bevorzuge doch lieber ein Boot. Na. Also gut. Rein ins Boot. Spritze. Zack. Und gehen wir angeln. Auf jeden Fall eins ist sicher, dieser seltene Fisch. Ja. Muss größer sein als die anderen. Ja. Was zum Teufel? Was macht der denn da? Oh, dein Fahrzeug ist schon mal kaputt. Und du auch. Glück gehabt. Ihr habt mich gerade ein bisschen abgelenkt. Wo sind die Fische jetzt? Oh oh. Ein Schlauchboot? Nicht gut. Hier, kleines Geschenk, Freunde. Und ein bisschen Futter für die Fische. Das war das falsche Viech. Verdammt. Rein mit der Spritze. Da drüben sind noch welche. Er muss auf jeden Fall größer sein. Ist er das? Aua. Verdammt, ich kann ihn nicht sehen. Schwimmt ziemlich weit unten. Er hier ist klein. Das könnte er sein. Komm schon! Aua. Das muss das Viech sein. Das ist verdammt riesig. Jawoll! Erwischt. Das ist er. Ein Riesenfisch. Zeit ihn zu häuten. Nur aufpassen, dass die anderen nicht kommen und an mich anknabbern hier. Wow. Ah! Verdammt! Oh, scheiße! Wieder zurück zum Boot. Au! Fuck! Da sind doch noch mehr, als ich dachte. Aua. Na. Hier, knabbert das. Fuck, Viecher. Mist, ich muss ein bisschen näher ranfahren. Die bewachen ihn. Ja, ja. Ziemlich weit unten. Verdammt. Ey, du frisst den nicht. Ah, ich doch. Gut. Super. Komm her. Au. Okay, wir haben ihn. Au. Schon wieder. Hält jetzt endlich den Kopf aus, diese Drecksviecher. Naja, gut. Wir haben es. Erfolg. Mal schauen, was können wir jetzt damit machen? Können wir es herstellen und was? Oh, sehr schön. Dann hätten wir das jetzt auch vollkommen ausgefüllt. Sehr toll. Und hier müssen wir jetzt... Also um unsere... Beuteltasche, unseren Geldbeutel, ja, das haben wir maximal, Waffengurt nicht. Munitionstasche müssen wir noch was anderes jagen. Hier müssen wir Schneeleoparden jagen. Und noch ein Bär für den Köderbeutel, aber das hier, sonst müssen wir die ganze Zeit diese seltenen Tiere jagen. Okay, alles klar.
Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal ein Rennen fahren. Oder? Ja. Ich gehe jetzt mal wieder zurück und fahre jetzt mal ein Rennen. Oder ich mache hier... Nee, überleben. Ach, wir fahren mal ein Rennen und dann machen wir auch noch das andere. Warum nicht? So ein paar kleine Nebenmissionen. Warum nicht? Hallo, Freunde. So. Wir brauchen noch Bärenfell. Wenn wir irgendwie in die Richtung demnächst kommen, wo Bären leben, dann gehen wir noch auf Bärenjagd. Einiges Zeug habe ich ja schon gesammelt offscreen. Falls sich irgendjemand wundert. Aber jetzt gehen wir erstmal ein Rennen fahren. Ich bin mal gespannt, wie die Rennen sind. Bestimmt nervenaufreibend. Los geht's! Gib alles, was du hast. Ich filme dich vom Streckenrand aus verschiedenen Blickwinkeln. Zusammen machen wir reine Magie und Geld. Okay. Und los geht's. Ups, das war ein Hühnchen. Oh, okay, der bleibt hier mitten auf der Straße stehen. Wie soll ich da ein Rennen fahren? Das ist nur ein Zeitrennen. Ich dachte, das wäre jetzt ein richtiges Rennen gegen andere. Aber bieten wir der guten Dame eine gute Show. Oh, yo. Wow. Oh, okay. Egal, wir sind noch auf dem Bike. Alles cool, alles cool. Yeah! Oh, Okay, nicht stoppen, nicht stoppen. Weiter, weiter, weiter. Da vorne sind keine guten Jungs. Ah, super. Nein, nein, nein! Keine Zeit zum Ballern. Wow! Oh, Vorsicht! Fahr mir doch nicht rein! Oh, Mann! Renn mir doch nicht rein, Mann! Verdammt nochmal! Au! Scheiße! Schneller, 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 schneller! Oh, wegen dir habe ich nur dritten Platz gemacht. Verdammte Penner! Rennt er mir voll vors Auto! Oh, Mann! Vor'n Quad. Okay! Das war mal ein Rennen. Hitlers Männer haben gestern bei meinem Cousin angeklopft. Aber er hat sich selbst erschossen. Was? Wollte ihnen die Genugtuung nicht gönnen. Das ist ja übel. Das hört sich ja wirklich übel an. Ich hätte es geschafft, erster Platz. Na, egal. Gut. Jetzt sind wir auch ein Rennen gefahren. Jetzt können wir auch hier mal so ein Überleben-Ding machen. Dann würde ich auch noch hier so eine Bombenentschärfung mal machen. Und hier können wir nochmal Kirats Fashion Week. Die würde ich auf jeden Fall alle machen, weil, wie gesagt, damit verbessern wir unsere Ausrüstung. Und das ist wichtig. Alles klar. Dann reisen wir erstmal dorthin. Oh, bin schon da. Ups. Gut. Da drüben also. Schauen wir mal, was das ist. Ah, Kyrats Film, alles klar. Wie geht's, mein Talent? Gut ausgeruht, hoffe ich. Denk dran, mach schnell, mach's hart und was auch passiert, lass die Kamera laufen. Das ist wieder ein Rennen? Achso, ich dachte, es wäre nur ein Rennen. Naja, gut. Egal. Ich habe den Granatenwerfer diesmal. Diesmal nicht, meine lieben Freunde. Ich habe keine andere Seitenwaffe. Das ist natürlich blöd. Was? Fahrzeug wechseln? Wow, okay. Aus dem Weg! Ich brauche das Fahrzeug! Und hab! Weg da! Ey, ich tu dir doch nichts. Mach hier nur ein paar Stunts. Oh, das war ein Affe. Okay. Ja. Hoffentlich muss ich nicht nochmal
Was wechseln? Boah, hier drüber. Oh, ah, ah. Das war ein Stunt. Okay. Drehen, 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 drehen. Komm schon. Und wieder drauf. Weiter geht's. Ach, scheiße. Beeilung, 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 Beeilung. Ah, scheiße. Wäre ich bloß nicht vom Quad runtergefallen. Wow. Ich hab's geschafft. Yay. Sehr nice. Aber irgendwie, boah, nicht so toll. Okay, das hätten wir auch. Da können wir quasi immer Geld holen, sozusagen. Wenn wir hier solche Stunts machen. Gut, dann machen wir eine Schnellreise. Oh, wir müssen sogar hier hin zum goldenen Pfad. Aber ich würde gerne hier so eine Bombenentschärfung mal machen. Dann schalte ich auch einen Skin frei. Aber es gibt hier keine Schnellreise. Außer ich... Ja, hier. Oder hier. Ja, was ist schneller? Ich denke, der Landsitz. Vom Landsitz aus komme ich schneller dorthin.